Und dann schauen wir mal auf der Rückseite. Ich mache das auch zurück, auf der Rückseite jetzt auch mal ohne Stein. Ne, Moment, das hier. Denn ich glaube, ich will das auch so aus Holz lassen. So. Und noch einer. So, okay. Ja doch, das sieht gut aus. So will ich das machen. Also ich glaube, die Idee ist ganz gut. Dass man hier so einen gestuften Balken hat. So, was will ich jetzt für ein Plätzchen haben? Das hier mit den Pistazien. Innen nur Holz. Aber ich glaube, ein anderer Fußboden aus anderem Holz wäre auch nicht verkehrt. Aus Fichtenholz sind ja diese Balken hier am Hauseck. Wir könnten den Boden innen... Na, ich will ja schon gerne ein etwas dunkleres Holz haben. Was für Holz haben wir denn da? Schwarz, ja, Schwarzeiche ist halt sehr dunkel. Das Tropenholz ginge. Birke, nee, Birke ist mir zu hell. Fichte haben wir ja draußen schon und Eiche will ich nicht. Ja gut, dann nehmen wir Tropenholz. Okay, ab ins Lager und Tropenholz. Oh, hier ist ja noch so ein, wie heißen die, Vanillehörnchen, genau. So, Tropenholz haben wir da. Aber die Bretter. Ja, zwei genügend wohl. Ich muss ja nur den Boden machen. So, ja, das heißt, wir müssen den Boden wieder raushauen. Naja, auf geht's. Da kann ich nebenher wenigstens Plätzchen futtern. Zum Beispiel nochmal das hier mit den Kokossträußen, auch voll mit Schokolade. Ja. Oh, da kommt der Kokosgeschmack gut raus. Lecker. Ich mag Kokos. Also so Süßigkeiten mit Kokos tendieren zwar dazu, sehr süß zu sein. Und das gefällt mir wiederum nicht, aber so prinzipiell, so Kokos, ja, schon ganz nett. Mich stört, dass die Tür offen ist, aber... Ach so, ja, moin. Jetzt kann da sowieso kein Monster mehr rein, weil die Häuser so... die Mauern schon hochgezogen sind. So, das wäre das hier. Dann die Tropenholzbretter. Nee, Moment mal. Ist ja verkehrt. Ist ja der Steinfußboden. Ich will diese hier haben. Nein, nee, ich will. Ja, ich will noch nicht schlafen. So. Aber ich bin ja gespannt, wie das dann aussieht, wenn wir hier das Texturenpaket wieder ändern. Aber ja, das werden wir sehen. Wir müssen jetzt nicht fertig werden. Aber ich wollte hier eben anfangen, weil wir hier noch draußen sind, also sehr viel draußen eben in der verschneiten Landschaft. Schnee haben wir jetzt hier bei uns in echt eben nicht. Worüber ich ja nicht gerade unglücklich bin. Wenn dann die Temperaturen auch passen. Dafür regnet es ja gut, ist auch nicht so toll. Naja, vielleicht das nächste Plätzchen. Oh ja, so ein Röllchen will ich mal haben hier aus dem anderen, aus der Kiste da. Und die haben innen Schokolade, oder wie? Ja, genau. Was wollt ihr jetzt eigentlich machen? Wir haben hier noch kein Licht. Also noch keine Fenster. Hey, komm, ich hau jetzt diesen Stein hier weg.
Ich will ja komplett Holzcharakter haben. Moment mal, ich muss das bei der Tür doch so machen. Ja, genau. Das muss, da muss der auch nochmal weg, ja? Ja, genau. Gut, dann gehe ich mal ins Bett. Oh ja, und ich kann mir mal ein paar Fackeln hinstellen. Na, Fackeln? Da. So, und außen auch. Ach so, außen. Moment mal, das muss ich dann da machen. Soll mal genügen jetzt hier. So, ab ins Bett und das nächste Plätzchen. Oh ja, und auch mal was trinken zwischendurch. Ah, ja. Was will ich denn für eins? Hier das da mit den Nüssen. Ultra Schokolade. Ja. Ist da eigentlich eins ohne Schokolade? Ja, die hier. Diese da. Und die mit der Marmelade, waren die auch ohne Schokolade? Oder auf der, nee, auf der Rückseite ist auch Schokolade. So, dann machen wir die Steinreihe dann noch weg. Und dann müssen wir von außen das Holz, die Holzdinger da setzen. So, ja. Okay. Ah, ich wollte innen noch das machen wir. Und das Bett muss auch mal weg. Da wollte ich ja was abtrennen. Ich mache das mal einfach mal hier so. Nee. Der Raum da hinten kann kleiner sein. Dann kommt das wieder weg. Ja, genau. So. Ich glaube, das ist immer noch viel zu groß gebaut. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, das ist echt zu groß. Haben wir hier überhaupt eine Mitte? Nein, haben wir nicht. Wenn wir das auf einer Seite ein bisschen schmaler machen, an der passt das eigentlich ganz gut. Ja, lieber an der. Ich mache das Ganze ein bisschen schmaler, da müssen wir auch die Tür nochmal versetzen. Okay, und damit kommt die Tür ganz in die Mitte. Okay, ja, dann ist es halt so. Wir machen das alles ein bisschen kleiner. Wir versetzen das um eins nach innen. Dann haben wir eine schöne Mitte und nicht so eine Doppelmitte, wie wir das letztes Mal hatten bei dem, beim Gewächshaus. Ja, Moment mal. Ja, so. Ah, das kann ja auch weg. Und da kommt ja dann die neue Mauer hin. So, da kommt die neue Mauer hin. Das sind dann... Nee, das sind auch nicht die. Ich brauche... Fichtenholzbretter, ja genau. So, das hier. Jetzt haben wir nämlich hier genau die Mitte. Da kann ich wieder zumachen. Also ich denke mal mit der Belichtung, dass wir hier, das glaube ich haben wir drüben auch gemacht, bei dem ersten Schuppen, da ganz da vorne, dass wir davon so Oberlichter-Dinger haben. Dass wir das Dach ein bisschen anheben und dann auch von oben her das Licht reinkommen lassen. Ich glaube, das will ich gerne so haben. So, aber ich muss hier noch weiter was wegmachen. Welche brauche ich denn jetzt? Fichtenholzbretter, genau, die brauche ich. Das bleibt alles so. Ja, das muss auch weg hier. Und dann brauchen wir da die Erde und dann den Stein. Ach ja, da müssen die auch wieder weg und neu gesetzt werden. Wo haben wir sie denn? Da. Ich mache erst die und dann kommt die Tür hin. So, oh ja, gut, ging schnell. Genau, so, und jetzt kann ich die... Aber die Tür wollte ich ja von innen machen.
So, ja, genau. Und jetzt haben wir hier noch die Wand. Die machen wir jetzt auch wieder zu. Ja, wunderbar. Sehr schön. Aber wie machen wir jetzt das Dach? Das müssen wir jetzt auch so länglich machen, oder? Ah, sonst wird es zu hoch. Das ja, müssen wir so machen. So, was will ich denn jetzt für uns? Das hier. Auch wieder, ja, Schokolade, Schokolade. Und hier sind ganz große, ohne Schokolade. Und sehen ein bisschen langweilig aus. Naja, egal. So, ah ja, die Mauer. Die Wand in der Mitte. Und so. Dann muss natürlich auch ein Durchgang sein. Ich glaube, ja, den machen wir am Rand. Hier, dann werde ich aber die beiden auch neu setzen. Genau, so kann man dann da hinten. Ja, und dann ist da so eine kleine Schlafkammer. Da kann ich ja das Zelt, sage ich, das Bett wieder hinstellen. Erstmal einfach irgendwo hin. Die Werkbank will ich aber auch wieder hinstellen. Ja, machen wir mal da in die Ecke hin. Das räumen wir natürlich noch dann schöner ein. Jetzt will ich mich erstmal ums Dach kümmern, beziehungsweise überhaupt einfach möglichst draußen noch bleiben. möglichst, oh ja, hier, weiteres Plätzchen mit der Mandel. So, ich baue mir mal hier nach oben. Da müssen wir dann mindestens... Ne, Moment, aber wie will ich das machen? Wenn ich dann hier... Oh, Moment mal, ich kann ja... was habe ich an Bruchstein mit hier? Ne, das war Erde. Das da. Wir machen das auch flach. So ein flacheres Annehmer und das ist keine Werkbank. Hier so. So wie bei dem Gewächshaus auch. Das, glaube ich, ist ganz gut. Das, Moment mal, wo habe ich jetzt? Hier. Dann sollten die aber... Ja doch, wir machen die mal so hin. Wir schauen uns das am besten mal von der Seite aus an. Okay, ja, so komme ich da hoch. Dann wäre die nächste Schicht hier. Dann muss aber... Ja doch, der Balken auch weg hier. Nee, Moment mal. So und so geht. Der bleibt da. Ja, ich muss da jetzt hochbauen. Ach so, aber wie hoch denn eigentlich? Wo ist denn die Mitte hier? Über der Tür, also noch eine Stufe höher. Moment mal, ich muss da hier. So komme ich da wieder hoch. Das heißt, hier noch eins höher. So, dann machen wir den hier weg. Wie ist das jetzt von dort aus? Ich muss da einen hinsetzen und den dann gleich wieder wegmachen. Und den hier wegmachen und von der anderen Seite dran setzen. Genau, so, und jetzt kann ich den da wegmachen. Ne, Moment, den lasse ich noch da, weil ich ja gleich auf der anderen Seite das auch machen will. Ich will ja sehen, wie das aussieht. So, und dann ist da, ist
eben keiner drauf. So, und dann kann auch der weg. Ja, dann müssen wir den... Na, oder wir lassen das. Auf jeden Fall kann ich mir mal anschauen, wie das jetzt von der Seite oder von vorne vielmehr aussieht, bevor es dunkel wird. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist nur die Frage, wo wir dann die Lüftung machen. Oh ja, und essen auch mal wieder. Muss man echt, oh Mann, ist das lecker. Ich bin gleich das nächste hier, das zum Beispiel. Das ist auch so ein hohles von vorhin. Mit dem Blätterteig. Okay. Ich geh mal ins Bett. Also ich bin etwas unschlüssig. Nein, wir müssen einfach hier... Wir müssen ja für Lichteinfall sorgen. Doch, wir setzen das einfach höher. Dann machen wir das hier doppelt. Das hier. Dann wird das Dach natürlich noch höher. Aber ja, das ist dann halt so. Das macht ja nichts. Okay, ich klettere da nochmal hoch und komme da gar nicht mehr hoch, weil ich mir da den Weg verbaut habe. Ich muss das hier neu machen. So, also die Idee ist, so, das hier weiterzubauen. Und dann machen wir das auch höher. Oh, wir könnten das aber eigentlich... Wir könnten das eigentlich auch überall machen. Ja, das sieht aber auch nicht... Ich weiß nicht. So, also meine Idee ist dann irgendwie so, dass wir dann hier Platz lassen, dass hier Licht rein kann. Jetzt komme ich da nicht hoch. Naja. Aber wir müssen jetzt auch nach innen kommen. Okay, also dann... Na, da komme ich nicht hoch. Ja, okay. Also auch nicht auf diese Weise. Da hinten vielleicht noch irgendwie rum. Ich bleibe jetzt mal auf der Seite und baue da weiter. Also wir machen den hier weiter nach oben und dann müssen wir hier... Aber wenn ich jetzt hier eins nach oben... Ich das... Na, nee. Ich probiere es mal aus. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter. So, na komm. So. Ja, das passt erstmal. Und dann müssen wir auch hier eins höher setzen. Das wäre dann hier. Oh, Moment, der ist zu viel. So und so, okay. Das wird ja richtig hoch hier. Ja, aber es soll ja auch Licht rein. Und dann könnten wir, das ist ja die Mitte. Da müssen wir eins tiefer. Ja, da könnten wir ganz oben eventuell sogar nochmal machen. Wo haben wir jetzt... Achso, ja, Moment mal. Das muss ja dann alles weg.
Der muss auch weg. So, ja, doch, so müsste was passen. Wie komme ich jetzt da hin? Ja, irgendwie so, genau. Okay, dann schauen wir mal. Hier. Ist das jetzt in der Mitte? Nein, noch nicht. Da müssen wir noch eins höher. Hey, das wird ja riesig. Ja, dann ist das halt so. Dann wird das halt so riesig. Was will ich denn jetzt für ein Plätzchen? Oh, nochmal hier so ein Marzipanplätzchen.